Nennt mich Sergeant Fullface. Kommen wieder diese Eier an mein Auge. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier. Falls ihr von Luises Kanal kommt, hello. Falls ihr von Marcells Kanal kommt, hello. Aber mit Luise habe ich gerade ein Video gedreht, das heißt... Fünf Stunden haben die gedreht. Nicht auch. Ja, ist so, deswegen schaust ja. Wir haben jetzt hier zwei Hälften. Und zwar diese Hälfte hier schminkt Marcel mir und diese Hälfte schminkt Luisa mir. Und wir werden jetzt testen, ob der Make-up-Profi Marcel, nein, Spaß. Der Make-up-Profi Luisa gegen Marcel eine Chance hat. Yes. Lass dir doch mal den Vortritt, schau doch erstmal, womit du... Also vor uns liegen ein paar Produkte. Ich würde sagen, wir pflegen erstmal dein Gesicht. Ja, genau. Warte, ganz kurz. Eine Frage habe ich. Welchen Stil hast du denn vor? Also hast du schon eine Idee? Einen Tag. Alter. Wir machen jetzt nichts Dramatisches. Das sitzen wir wirklich noch bis morgen. So macht man hier so diese Menge, ne? Ja. Ja, genau. Und dann fängt... Du hast nur Gesicht eincremen. Das ist schon... Das ist nur Creme. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen die Haare getroffen mit der Kassierer, damit ich hier direkt von der Nase hier über die Oberlippe... Ein bisschen Bärtchen hast du aber bekommen, ne? Dann Spaß. Ich habe mich lange nicht mehr rasiert. Aber das ist irgendwie, bei dir sieht das irgendwie besser eingecremt aus. Deswegen wenig, damit das halt... Ich habe eigentlich erst so die Augen zu. Ich habe am Anfang auch wenig genommen, aber jetzt ist es dann irgendwie eskaliert. Ich weiß nicht, wann der Punkt kam, wo es zu Also ich glaube, am Ende sieht es richtig lustig aus, glaube ich. So eine Seite... Mann, wie kriege ich das denn jetzt wieder so dahin, dass das hier nicht so weiß ist? Kann ich mir dir was ein bisschen ins Gesicht? Das stört mich hier alles. Egal, dann ist bei mir einfach der etwas fettigere Style. Hier, aber Foundation habe ich nur eine, das heißt, ihr könnt euch die jetzt beide genau, mal auf deswegen, machen. Genau, ja. Deswegen ja. Genau, Foundation, da kenne ich mich nämlich auch mit aus. So, genau. Macht, verteilt ihr das. Genau, also ich habe jetzt mit, auch, jetzt wollte ich auch mal erklären, ich habe ja etwas den fettigeren Style gewählt, weil im Alltag möchte man ja auch manchmal auch schön glänzen, ne? Also wir werden jetzt natürlich hier ein paar Punkte markiert. Foundation kommt ja überall hin, deswegen heißt es ja Foundation. Genau. Ich mache hier eine schöne Base. So, da sollte man vielleicht dieses Ding benutzen, ne? Ja, ja, das wollte ich gerade auch nehmen. Ist ja nicht schlimm, wenn das so, so ein bisschen nachmacht, weil dann ist man mal so, ja, wie er es umsetzen würde. Ändert auf jeden Fall die Spitze. Ah ja, genau, man notiert die Rückseite. Das ist so süß, weil es so unschuldig ist, oder? Ja, also ich bin zufrieden. Bisschen vielleicht noch, ne? Hier. Mhm. Ist die Foundation schon dafür da, so die Unreinheit komplett zu verdecken, ja, oder? Komplett schon? Okay, dann so gut wie, ne? Ich würde noch so ein paar Schichten draufballern, aber wir machen mal weiter. Okay, Concealer. Ja. Bin Concealer? Oh Gott. Da hab ich Angst vor Marcel Zeit. Ja, ich auch. So. Besser. Pass auf, du warst schon gerade in meinem Auge, wird ziemlich stark. Ja, dann muss auch mal ins Auge rein. Und dann verblende ich das natürlich erstmal wieder mit dem Beauty Blender. Also Leute, ich bin eine Person, mir fällt es echt schwer, so meine Kontrolle abzugeben. Ja, dann ja, so Augen zu, Augen zu. Ja, so sich schminken lassen ist schon anstrengend. Ja, weil, ja, irgendwie für den Körper, also man zuckt die ganze Zeit ja, hier so rum. Ich bin hier vorsichtig unterwegs. Da nochmal einmal nach oben gucken, muss ich mit dem... Du musst die Körper, voller Körperansatz hier. Fuck my life, Alter. Ich wollte hier blenden, bis das... Mal tupfen von außen nach innen. Von außen, also von hier ja, nach... innen. Ganze Zeit, bis dein Arm wehtut. Weil hier unten kriege ich das Zeug nicht mehr weg. Ja, ich bin fertig, so. Okay, gut, jetzt kommt Puder. Das wäre so richtiger übelster Plot, wenn du so ein richtiges Full Face hinkriegen würdest. Ja, schon wieder mit diesem, wie viel nimmt man denn mit diesem Zeug hier? Aber, warte das mal. Ist ja was anderes, das ist ja Puder. Aber ist die Farbe denn... Nee, das ist egal, die sind, machen beide das ist gepresst und das ist sehr teuer, deswegen nimmst du bitte das. Okay. Okay, genau, und dann nehmen wir hier natürlich an der Spitze ein bisschen Puder auf. Kommen wieder diese Eier an mein Auge. Daily Lifestyle, Daily Doing. Beim Eier am Auge so, okay. Mit dir kommen, bei Luisa macht das so Sinn und bei dir ist es so... Doch, das macht doch Sinn. Okay, ja, machen wir weiter. Guck ich mal an. Ich meine, deine Tupftechnik macht doch keinen Sinn. Also hier ein Tupf, da ein Tupf, da ein Tupf. Bis jetzt führe ich aber. Okay. Und du führst so mit Punkten so. Okay, dann kommt jetzt Contouring, also so... So ja, warte. Achso, man sieht auf jeden Fall hier, wo Sonnys Präferenz liegt. Beim Contouring ist es wichtig, dass man die Bereiche konturiert, die dann später nicht gehighlightet werden, damit der Kontrast stärker ist. Wie scheiße, ich glaube, das macht Sinn! Nennt mich Sergeant Fullface. Schatz, da konturiert man nicht. Natürlich konturiert man. Man konturiert hier außen. Also ganz kurz, können wir kurz festhalten. Das sieht nicht besser aus, aber... Warte, ich konnte das noch. Mir ist so, das wird jetzt hier so voll hervorgehoben, meine schöne dicke Pausbacke. Warte. Schatz, chill mal. Das war's nämlich nicht. Dann nehme ich hier das wieder ein bisschen weg. Genau, das ist ein wichtiger Schritt. Weil das. Das Entfernen, wer kennt's nicht? Das draufpacken und dann entfernen. Luisa, willst du nicht in meinem Video zu sehen sein oder was denn? Ich bin so weg. Sorry.
Okay, nächster Schritt sind die Augenbrauen. Wirklich? Da habe ich aber Highlighter auch ein bisschen vergessen. Ah, nee, wir haben Highlighter. Okay. Bei Augenbrauen habe ich jetzt auch ein bisschen Schiss, weil... Ja, da habe ich auch Schiss, muss ich sagen. Ja, ich habe auch Schiss. Aber warte, ich habe euch keinen Augenbrauenpinsel geholt. Da. Mann, aber das macht ihr jeden Tag einfach. Ja, es geht normalerweise viel schneller. In 10 Minuten könnte man fertig sein. Also man kann es in 2 Stunden machen. Also wenn ich deine Story sehe, dann bist du nicht in 10 Minuten fertig. Da gebe ich mir auch Mühe. Also. So, die Augenbrauen. Ja. Ist das, bin ich blind? Genau, bin ich. Ich sehe es auch gerade nicht. Ah, da ist es. Ja, oh, jetzt habe ich es auch gerade gesehen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist noch eins. Okay, das habe ich echt nicht gesehen. Das ist hier das gute Anastasia. Also wirklich, weniger davon, desto besser, ja. Warum macht man das eigentlich? Augenbrauen sind doch so schon eine Farbe. Ja, damit alles nochmal ordentlicher ist. Also, weil eine richtige Kante. Genau, damit... Eine richtige Kante, so nennen mich die Leute auch. Sie mag das so richtig fette Monobrauns. Wahrscheinlich, Digga. Nächstes würde ich jetzt Highlighter machen. Ja, ich auch. Dann nehme ich natürlich Marvins Palette. Hm, hast du damit nicht gerade noch was, schon was anderes gemacht? Ja, aber vielleicht kann man es ja den. Kann man nicht quasi tauschen, was da dran ist? Mm. Nee, und deswegen nehme ich natürlich auch nicht den. Das war nur ein Test. Den hier nehme ich natürlich für Highlighter. Kannst du gerne machen. Warte, für welche Farbe entscheiden wir uns denn jetzt? Die Wangenpartie ist wichtig. Genau wie natürlich. Oh, ich habe deine Nase gar nicht konturiert. Mach's halt auch nicht. Wird die Nase gehighlightet, echt? Nee. Ja, ein bisschen. Problem ist, ich finde, das ist immer so viel direkt. Also, ich habe hier gerade Probleme, das zu dosieren. Ja, weil du auch ein. Wir haben jetzt doofe Pinsel dafür, aber. Und du glättest sie aus, als ob du aus Metall wärst. Oh, es ist so schön eigentlich. Es ist echt so schön. Ich bin mal so es cool. Es ist richtig fein. So Sonnenuntergang-Look hier. Ja, das sieht halt wirklich aus, wie, als ob sie aus Metall wäre. Jetzt würde ich eigentlich so meine Augen schminken. Okay. Oh, spannend! Oh, wie riesig die ist! Gerade mit der Post reingeflattert. Echt? Mhm. Okay, also, let's go. Ich würde sagen, ein einfach chilligen Alltagslook, damit wir hier nicht bis morgen früh sitzen. Genau. Du fängst nicht mit Schwarz an, sondern du fängst hier. Deswegen ist das die erste Reihe. Siehst du? Aber da steht doch eins. Achso, das ist. Ach, Base, Transition, Crease, Liner, Pop und Highlight. Krass. Das hab ich gar nicht gesehen. Da ist ja echt eine Reihenfolge in der Palette drin. Wie geil, oh. Mit Druff hier macht, hier. Echt? Das war falsch. Ich weiß. Weil, aber ein bisschen muss auch unten sein. Das ist wichtig. Mhm. Jetzt kommt hier der bisschen Rußeffekt. Rußeffekt? Den will man doch gerne haben. Das ist der sogenannte Schornsteinfeger. Oh, das ist echt irgendwie. Mein Körper kommt nicht damit klar. Das ist unangenehm, wenn da Leute mit deinem Gesicht rummachen. Ja, nein, vor allem, weil man sieht so diese Schatten die ganze Zeit, weißt du? Ich bin fertig mit dem Auge. Nein. Doch. Echt jetzt? Ja. Mach deine Augen bitte nicht auf, okay? Mach sie einfach nicht auf. Ja, gesagt, ich darf die Farbe selber aussuchen. Ach Gott, aber wir haben dir doch gerade die Reihenfolge von den Farben gezeigt. Ich brauche, aber ich kann direkt weit überspringen. Aber hast du dir Mühe gegeben? Ja. Das der aber, so ich muss sagen, ey, wirklich, ich erkenne jetzt schon den Nutzen vom Beauty Blender. Der rettet schon viel, das muss ich schon sagen. Der ist schon wirklich nicht schlecht. Ich hab mich so geschminkt, wie sich so eine Elfjährige zum ersten Mal schminkt. Ach, perfekt. Ich habe ja auch meine Wimpern liften lassen, ne? Die sind wunderschön, ist mir auch aufgefallen. Also das Lift, man sieht mich gar nicht, sorry. Aber man hat nur deine Brüste gerade gesehen. Oh, also die ganze Zeit. Aber ey, da musste man so eine Stunde oder so auch so Augen zulassen. Oh mein Gott, das war für mich so schwierig. Ja dann, oh mein Gott, der Schritt, also theoretisch will ich jetzt Eyeliner machen. Das willst du dir wirklich geben? Alright. Ja, Eyeliner, ich schließe die Augen, let's go. Mach mal unterm Auge, ne? Nee, am Auge. Ach hier, das hier oben. Da, genau, das. Aber ganz, ganz dünn. Ja, ja. Schatz, warum machst du das? Hä, was denn? Unten am Auge. Unten? Ja. Ich schwör bei Gott, ich wusste es nicht. Oh nein. Egal, ich mach ihr so ein cooles Tribal aufs Auge. Ach Mann. So ein kleines Augentattoo. Stimmt, er hat ja unten oder oben gefragt und wir sagen, haben oben gesagt und er hat's. Ja, aber wir haben halt unten gemeint und nicht oben. Jetzt ist das Auge zu und da ist trotzdem noch ein Auge. Ah, er hat ja noch einen Illuminati-Kurs reingezogen. Ja, das habe ich mir jetzt überlegt. Aber den Wing habe ich so schon gut hingekriegt. Weißt du, was ein Wing ist? Ja. Das hier außen. Ja. Okay, jetzt kommt Wimperntusche. Schatz, kannst du mal nur dieses Auge zumachen? Dann siehst du nämlich die Funktion. Dass du da noch ein Auge Ich sehe noch nichts. Der hat sich noch ein extra Auge hingemacht. Er ist schon sehr kreativ. Mach ich auch mit links aus Reflex. Appreciated ihr mal, dass ihr beide dieselbe Wimperntusche habt? Damit jeder hier denselben Vorteil hat? Ja. Oh, danke, dass du so aufmerksam warst. Leider. Nächster Schritt ist Lippenstift. Oder Lipgloss, je nachdem. Also machst du jetzt einen Lippenstift? Oder... Was machst du jetzt? Eigentlich müsste man beides benutzen. Dann machst du jetzt erst Lippenstift und dann mache ich Lipgloss. Wisst ihr was? Mach doch mit mir, was ihr wollt. Guck mal Luisa an.
guck am besten da lang. Fixieren, jetzt fixiert man auch das Make-up. Ja, das macht man mit diesem Fixierspray von NYX. Das ist Urban Decay. Ist das dann? Ja. Ach, ich nehme gerne das von Urban Decay, das All Night, weil das zeigt so ein bisschen auch, dass man die ganze Nacht was davon hat, ne? Soll ich es wirklich fixieren? Oder soll ich es nicht fixieren? Am besten. Ich fixiere es einfach nicht. Doch, fixier. Ich würde sagen, wir holen euch jetzt mal kurz ran für eine schöne Nahaufnahme hier. Hier ist die Seite von Marcel. Ihr könnt ja jetzt mal abstimmen, welche Seite ihr besser findet. Das ist eigentlich klar, welche besser ist. Das ist die Marcel-Seite, hier mit dem Highlighter des Lebens. Ich muss schon sagen, der Highlighter ist crazy. Der sieht richtig gut aus, richtig metallisch, so wie er meinte. Ja. Vor allem gefällt mir so dieser Kinnpunkt und dass meine Nase hier irgendwie... sieht super aus. Was ist jetzt mit dem Illuminatenauge? Ach krass, okay. Sieht irgendwie so aus, als wäre es so ein kleines Po, so ein kleiner Po hier. Ja, ich weiß, weil ich auch hier so eine kleine Rutsche habe. Das ist voll süß. Kinn heißt Chin auf Englisch, ne? Mhm. Das so dieser Kinn von Peter Griffin, diese zwei Hoden da. Mhm. Okay, schön, über drei. Das ist die neue, das kommt auch ganz frisch gerade aus dem Asiatischen. Schatz, Contouring, hast du mich schon mal gesehen, dass ich hier so braun war? Nein, nein, das habe ich auch versucht zu retten, weil ich habe einfach komplett verkackt. Genau, und hier ist auf jeden Fall jetzt Luisas Seite. Wobei Contouring habe ich auch diese Art gemacht. Also, ja, aber ich mache immer doll. Der Eyeliner, ja, der zeig mal steht ein bisschen doll nach oben, würde ich sagen. Jetzt erklär mir mal, wo ist das Contouring? Also, Luisa, zeig mal das Contouring. Da. Nee, nicht da. Sieht man auch das Highlight? Zeig es mal auf ihrem Gesicht, so, wo hier. Du konturiert hast. Direkt. Dieser Strich. Ah, okay. Nur da? Ja. Nicht Stirn? Naja, man kann doch, ein bisschen. Schön habe ich gemacht. Mhm. Okay. Aber ihr habt es ein bisschen doll gemacht. Deswegen sorry für die ganzen Kommentare jetzt bitte. Ist okay. Ich bin keine Artistin. Nein, das habt ihr super gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich Beauty Guru meine. So, Leute. Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall mit diesem Look auf ein Event. Nicht. Danke an euch. Wenn du nicht damit gehst, beleidige mich das aber. Okay. Ist so. Danke für eure Hilfe, ihr beiden süßen Schnecken. Schaut auf jeden Fall bei Luisas Video vorbei, da haben wir uns auch sehr lange geschminkt. Beziehungsweise nein, Luisa hat sich geschminkt und ich habe ihr so Tipps gegeben von so einem koreanischen Tutorial und ich habe kein Wort verstanden. Das ist sehr lustig geworden. Deswegen checkt jetzt ihr Video aus, checkt auch Marcelis Kanal aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!